Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Gesundheitsmagazin hier bei Hamburg 1. Wir bewegen uns im Themenmonat Frauenheilkunde, liebe Zuschauer. Und heute informieren wir Sie noch einmal über die Thematik Immunsuppression und Fertilität. Für viele Frauen mit einer entzündlich-rheumatischen bzw. einer Autoimmunerkrankung scheint es ein nahezu unerreichbares Ziel zu sein, ein Kind zu bekommen. Denn viele von ihnen glauben, dass es einfach viel zu risikoreich ist, mit Rheuma oder einer Kollagenose wie Lupus überhaupt schwanger zu werden. Diese Bedenken, die wollen wir heute in unserer Sendung in gewisser Weise zurechtrücken. Denn wie wir gleich erfahren werden, ist es überhaupt nicht verantwortungslos, unter Einnahme von Immunsuppressiva ein Kind zu zeugen. Die Schwangerschaft muss einfach nur ganz genau geplant sein. Für Frauen mit einer rheumatischen Erkrankung ist eine Schwangerschaft keine Selbstverständlichkeit. Einige der Medikamente, die die Symptome der Krankheit unterdrücken, sogenannte Immunsuppressiva, können für das Kind im Mutterleib gefährlich werden. Herr Dr. Ahmadi, ich frage es mal ganz plakativ. Dürfen Ihrer Meinung nach Patientinnen mit einer Autoimmunerkrankung denn überhaupt schwanger werden? Ist das ratsam? Generell kann man sagen, ja. Alle Patientinnen mit entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen dürfen schwanger werden, aber die Schwangerschaft muss geplant sein. Das heißt, die Patientin muss in einem spezialisierten Zentrum versorgt werden. Da muss ein Rheumatologe und ein Frauenarzt die Patientin kennen und praktisch betreuen. Schon vor der Schwangerschaft müssen sich die Patienten ausgiebig informieren und beraten lassen. Bestimmte Medikamente müssen bereits einige Monate vorher abgesetzt werden, um Missbildungen beim Kind zu vermeiden. Ich hatte vorher auch ein anderes Medikament. Das sollte ich nicht während der Schwangerschaft einnehmen, hat mein Rheumatologe gesagt. Deswegen musste ich es schon sehr langfristig planen, weil 3 Monate vorher musste ich es absetzen, habe dann ein anderes bekommen. Und das durfte ich dann zu Beginn der Schwangerschaft, als das Herz schlug, absetzen. Die verschiedenen Formen von Rheuma erfordern meist eine unterschiedliche Medikation. Ein Rheumatologe kann die Patientinnen aber in fast allen Fällen so einstellen, dass die Schwangerschaft mit nur geringen Risiken für Mutter und Kind möglich ist. Im Studio bei mir begrüße ich jetzt äußerst fachkundigen Besuch. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Dr. Kehan Ahmadi Simab, Chefarzt der Rheumatologie, klinischen Immunologie und Nephrologie in der Asklepios Klinik Altona. Und ebenso herzlich willkommen an Dr. Wolf-Henning Becker, den Leiter der Sektion Pränatalmedizin, auch aus der Asklepios Klinik Altona. Danke, dass Sie da sind. Herr Dr. Ahmadi, die Frage, ob Frauen unter Einnahme von Immunsuppressiva schwanger werden dürfen, die haben wir eben schon klar mit Ja beantwortet. Aber können sie das dann auch? Also stehen die Medikamente einer Schwangerschaft nicht irgendwie auch im Wege? Also diese Frage kann ich generell mit Ja beantworten. Die Patientinnen mit entzündlich-rheumatischer Systemerkrankung dürfen und können schwanger werden. Mhm. Aber das muss zu einem richtigen Zeitpunkt sein, wo die Krankheitsaktivität zur Ruhe gekommen ist. Es gibt einige Medikamente, die wir gerne vor der Schwangerschaft Eintritt absetzen würden, weil wir von denen annehmen, dass sie zu Missbildungen führen. Und es gibt einige Medikamente, die völlig unbedenklich weitergegeben werden dürfen. Was sind denn so, die Missbildung haben Sie eben schon angesprochen, was sind darüber hinaus große Risiken für Mutter und auch fürs ungeborene Kind? Wenn wir die Medikamente absetzen, kann sein, dass zu Aktivität der Grunderkrankung kommt. Wenn zum Beispiel die schwangere Patientin rheumatoide Arthritis hat oder systemische Lupus erythematosus oder auch andere Erkrankungen, wenn wir die Medikation absetzen, kann sein, dass die Krankheitsaktivität zunimmt und dadurch zu Gefahr für die Patientin beiträgt, dass zum Beispiel Organbeteiligungen auftreten. Und wir wissen per se, die Krankheitsaktivität kann auch für das Kind problematisch werden. Daher versuchen wir natürlich, dass wir in einem interdisziplinären Team diese Patienten gut betreuen.
Was können Sie uns, Herr Dr. Becker, zu den Risiken für das ungeborene Kind sagen? Von der Medikation her ist für das Kind immer das erste Schwangerschaftsdrittel das Entscheidende, weil dort die Organe tatsächlich entstehen. Und wir wissen eben von jedem Medikament ziemlich genau, welche Störungen, welche Fehlbildungen auftreten können. Und auf diese Störungen gucken wir das Kind dann sehr genau, teilweise auch schon im ersten Schwangerschaftsdrittel, spätestens im zweiten Schwangerschaftsdrittel genau an und gucken, ob Fehlbildungen aus dieser Region eben aufgetreten sind. Wann ist denn der ideale Zeitpunkt für betroffene Frauen, die eine Schwangerschaft planen, zum Arzt zu gehen? Wann sollten die das erste Mal zu Ihnen kommen? Also generell sagen wir, dass man dann eine Schwangerschaft planen muss, wenn die Krankheitsaktivität der Grunderkrankung zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, wir wünschen, dass die Grunderkrankung, rheumatoide Arthritis oder systemische Lupus erythematodes, sich in Ruhe befindet, sogar ein halbes Jahr vor der Schwangerschaft. Das heißt, unser Wunsch ist, dass die Grunderkrankung zur Ruhe gekommen ist. Dann empfehlen wir unseren Patientinnen, die Schwangerschaft zu planen. Also das ist der richtige Zeitpunkt, also vor der Schwangerschaft zu uns zu kommen und sich von uns und auch von Herrn Becker bzw. von Frauenärzten beraten zu lassen. Herr Dr. Ahmadi, beim Thema Kinderwunsch, da spielt natürlich der Mann eine genauso große und gewichtige Rolle wie die Frau. Was ist denn, wenn Männer Immunsuppressiva einnehmen müssen? Beeinflusst das die Zeugungsfähigkeit zum Beispiel? Natürlich, das Gleiche gilt auch für den Mann. Es gibt einige Medikamente, die imstande sind, Spermien nachteilig zu beeinflussen. Dazu gehört zum Beispiel Methotrexat, Leflunomid oder Cyclophosphamid. Die müssen ausreichend lange Zeit vorher abgesetzt werden, zwischen 3 bis 6 Monate. Aber auch da sind die Männer bei Ihnen wahrscheinlich in den besten Händen, ne? Meine Damen und Herren, was Frauen und was auch Männer mit einer rheumatologischen Erkrankung im Vorfeld einer Schwangerschaft beachten müssen und wie gut Ärzte bei der Planung mithelfen können, das haben wir eben schon ansatzweise erfahren. Jetzt bewegen wir uns zeitlich mal zu dem Punkt, an dem eine Schwangerschaft bereits eingetreten ist. Was ist wichtig für werdende Mütter, die Immunsuppressiva einnehmen müssen? Ein paar Antworten gibt es jetzt. Wenn eine Frau mit einer rheumatischen Vorerkrankung schwanger wird, sollte sie von Gynäkologen und Rheumatologen betreut werden. Ausgehend vom jeweiligen Fachgebiet entscheiden die Ärzte dann in interdisziplinärer Zusammenarbeit, welche Medikamente in welcher Dosierung während der Schwangerschaft verabreicht werden dürfen. Relativ problemlos in der Schwangerschaft sind die nicht steroidalen Antirheumatika, zum Beispiel Voltaren, Ibuprofen, vielleicht so die bekanntesten, und eben Cortisonpräparate. Es gibt sowieso keine kontrollierte Studie, die uns zeigt, dass Medikamente während der Schwangerschaft keine Probleme verursachen. Was wir wissen, wissen wir aus der Erfahrung, aus experimentellen Daten. Was nicht eingesetzt werden kann, ist zum Beispiel Methotrexat. Das ist das häufigste Medikament, was wir einsetzen in der Rheumatologie. Wir wissen, dass kontraindiziert ist. Das heißt, kann zu Schädigung vom Kind führen und zu Missbildungen führen. Auch die Krankheit an sich kann ein Risiko für die Schwangerschaft darstellen. Beim sogenannten Lupus erythematodes, eine Unterform des Rheuma, können bestimmte Antikörperkonstellationen Komplikationen auslösen. Zum Beispiel Herzrhythmusstörungen beim Fetus, also beim Kind, und eventuell auch Komplikationen wie Organbeteiligung bei der Mutter. Insbesondere muss man auf die Niere aufpassen bei dem systemischen Lupus erythematodes. Das ist ein Organ, das sehr anfällig ist. Darüber hinaus steigt bei Rheumapatienten durch die möglichen Komplikationen auch das Risiko einer Frühgeburt. Unter Beobachtung und mit der richtigen Betreuung von Experten sind jedoch auch diese Fälle gut beherrschbar. Vielleicht können wir es noch mal ganz kurz zusammenfassen, Herr Dr. Ahmadi. Inwiefern benötigen schwangere Frauen mit einer rheumatologischen Erkrankung eine besondere oder auch intensivere Betreuung durch Sie? Also ich würde sagen, generell bei allen Patienten würde ich eine intensivere Betreuung anraten. Aber es gibt einige Diagnosen, vor allem in einer bestimmten Konstellation, die eine ganz intensive Betreuung brauchen. Das sind insbesondere Patientinnen mit systemischen Lupus erythematodes und mit Antiphospholipid-Syndrom, das zu Thrombose oder Fehlgeburt führen kann.
und eine bestimmte Antikörperkonstellation wie SSA, SSB. Das sind die Patienten, die von uns beiden sehr intensiv betreut werden müssen. Wie sieht denn die Betreuung genau aus, zum Beispiel in Form von Untersuchungen? Wie oft, wie viel mehr müssen die Frauen zu Ihnen kommen? Meistens sehr viel mehr, weil wir wissen, dass kleinere Kinder, also Wachstumsretardierungen des Kindes, deutlich häufiger auftreten. Und deshalb führt man ultraschallbasiert Blutflussmessungen durch und kann eben diese Versorgungssituation auch erfassen, messen und natürlich auch anhand von den Wachstumsdaten sehen, wachsen die Kinder. Zum anderen kommen häufig thrombotische Komplikationen hinzu, die es gilt zu vermeiden. Aufgrund, also medikamentös bedingt, gelingt das meistens. Aber auch unter diesem Aspekt, zum Beispiel Antiphospholipid-Syndrom, was begleitend auftreten kann, gibt es deutlich häufiger zu kleine Kinder. Stimmt es eigentlich, dass manche Erkrankungen im Verlauf einer Schwangerschaft besser werden und manche schlechter von den Symptomen, vom Befinden der Betroffenen her? Das ist richtig. Die in Anführungsstrichen einfache rheumatoide Arthritis bessert sich in 3 von 4 Fällen. Wenn ich aber den Lupus betrachte, der verschlechtert sich in 2 von 3 Fällen, sodass wir bei den Lupus-Patientinnen und den Kollagenosen eben ein besonderes Augenmerk sowohl auf Mutter als auch auf das Kind haben müssen. Wie funktioniert eigentlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ihnen genau? Also kann sich jede Frau sozusagen gut aufgehoben fühlen bei Ihnen von Anfang der Planung bis zur Entbindung oder wie sieht das aus? Das ist auf jeden Fall so. Es kommt immer darauf an, bei wem von uns beiden die Patienten zuerst vorstellig wird. Mhm. Herr Ahmadi betreut ja viele Rheuma-Patientinnen, die dann auch mal schwanger werden können. Bei mir ist es genau umgekehrt. Mhm. Ich betreue Schwangere, also die erst mit Eintritt der Schwangerschaft in den meisten Fällen zu mir kommen. Und manchmal ist es dann so, dass ich erst im Verlauf dann die Diagnose einmal einer rheumatoiden Erkrankung stellen kann. Mhm. Beziehungsweise die Rheumasituation ist vielleicht nicht ganz so erfasst, wie ich mir das vorstelle. Und dann leite ich natürlich zu Herrn Ahmadi über. Ganz kurze Schlussfrage, meine Herren. Was ist denn das Therapieziel? Kann man sagen, mit Ihren Möglichkeiten heute können Sie Damen, die so eine Erkrankung haben, eine weitestgehend normale und glückliche Schwangerschaft ermöglichen? Das kann ich gut bejahen. Das Ziel ist letztendlich für uns als Rheumatologe, dass die Grunderkrankung während der Schwangerschaft in der Ruhe bleibt. Und wenn Aktivität der Grunderkrankung auftaucht, dass wir darauf auch reagieren können, dass nicht Organbeteiligung zustande kommt. Und das ist auch in der Regel machbar. Herr Dr. Becker, Herr Dr. Ahmadi, vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Und bis bald zu einem anderen Thema. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Und damit geht die Gesundheitsmetropole Hamburg für heute auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Wenn Sie noch Fragen haben sollten zum Thema Immunsuppression und Fruchtbarkeit, dann bekommen Sie wie gewohnt alle Informationen bei den jetzt dunkelgrün markierten Asklepios-Kliniken oder auch ganz bequem per Telefon. Die Infonummer, die ist jetzt ebenfalls angezeigt. In unserer nächsten Sendung geht es um ein Thema aus dem Bereich Altersmedizin. Wir kümmern uns dann um die Alterstraumatologie und ich hoffe natürlich, wir sehen uns auch dazu wieder. Bis dahin alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.